oben noch Glas drin? Nee. Aber Sand. Nee, es ist Baked Clay. Hier ist noch Sand. So, ihr müsst mal ganz kurz raus. Ja, ich Idiot, ich Idiot. So, wir haben ja hier noch Unmengen an Glas. Wir können natürlich auch mal gucken, ob wir vielleicht so einen hier. Bevor wir da jetzt Scheiben reinmachen. Weil wir haben ja von beiden Seiten eine gewisse Fläche irgendwie, die unbedeckt ist. Das heißt, wenn wir hier jetzt komplett Stein reinballern. Nee, das, nee, Quatsch, der sitzt ja auf der Außenkante. Und hier würde er auf der Innen. Nee, nee, nee. Aber wir können mal gucken, wie die Glas-Slabs aussehen. Irgendwie scheiße, oder? Ich glaube, das sieht nicht so gut aus. Och, nee, es sitzt so an der... Also das wäre halt von innen. Und das wäre von außen. Das Problem ist, ich glaube, die Plättchen... Oder halt die X-Paints-Dinger. Ich glaube, die sind nicht so geil. Ich glaube, die stehen hier so ein bisschen vor, ne? Hm, ne, die passen auch genau an die Kante. Oder sie passen hier in die Kante, ne? Upsa. Ja, hier wären sie ganz an der Kante, ne? Das wäre auch scheiße. Ich meine, hier wäre es ja egal von außen, weil das sieht da eh gleich aus. Dann kann man auch Slabs reinmachen. Kriegt man da jetzt eigentlich nochmal wieder was zurück von? Nee. Oder doch? Ja, komm, alles wieder rein. Nochmal mal Slabs. So, raus, rein, raus, rein. So, hier Slabs, zack. So. Man hat ja hier diesen Knick drin. Und von innen sieht es halt auch okay aus. Sieht von innen sogar ein bisschen besser aus als von außen, aber gut, so ist es halt. Das war das. Dann gehen wir mal nach Stein gucken. So, und das nächste Item kommt in die Kiste. Und das nächste Item. Und das nächste Item. Ja. Genau. Und das nächste Item kommt in die Kiste. Die kriegen wir nicht mehr Lady-Kiste dieses Jahr. So. Der ist raus, das rein, zack, 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 Slabs her, zack, 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 Slabs her. Ah, 100 würde nicht reichen. Ah, 150 wird auch nicht reichen, na, wir gucken mal. So. Und normale Steine brauchen wir ja auch noch. Das heißt, wir wandeln die nochmal wieder um. So. Dann machen wir nämlich hier noch eben zu. Und oben drüber kommen jetzt die Slabs. Die Slabs, die kommen auf die Höhe hier. Hier. Kann man sie direkt dran setzen? Man könnte sie direkt dran setzen. Aber wir nehmen mal den Replacer. Upsa. Und ja.
Also wie man es nun dreht und wenden will, es sieht immer ein bisschen komisch aus. So zieht es den Raum natürlich ein bisschen in die Länge, ne? Was ja aber auch in Ordnung ist. Ups. Dann sehen die Slabs auch schon wieder aufgebraucht, ne? Hat ja lange gehalten. Guck mal, können wir hier nämlich noch ein paar machen. Das wird eh nicht reichen. Das wird eh nicht reichen. 38 noch, das reicht doch nie. Upsala. Ist es dunkler oder wirkt das nur dunkler? Achso, da ist keine Beleuchtung, okay. Gucken wir auf den Boden. Es wirkt nur dunkler, weil von hier oben das Licht so hell ist, ne? So, wir müssen auf jeden Fall noch mehr Slabs machen. Definitiv, Junge. Definitiv. Da 34. Da bin ich ja noch am Zweifeln, dass das reicht. Ich würde sagen, wir schmeißen einfach noch mal ein paar paar Slabs, ein paar Steine rein. So. Tja, wäre zu schön gewesen. Und die auch noch mal eben fertig hier. So. Warum auch immer die Seite hier noch so hell ist. Kurz mal gucken, was hier drunter steht. Hier ist dunkler. Gut, aber hier ist keine Beleuchtung dazwischen, ne? Genau. Ach, das ist immer auf diesen Beleuchtungshöhen hier, oder? Das mehr oder weniger. Es wird schon irgendwie richtig sein. Außerdem kommt da in die Mitte eh noch ein bisschen was, also von daher passt das dann schon. Na. Schon wieder alle aufgebraucht. Eieieiei. Naja, fast. Natürlich einer nicht, ne? Ach ja, schön. So. Das müsste dann aber so langsam. Ja, guck mal, hier ist nämlich nur noch ein bisschen offen. Das sollte doch passen, oder? Das passt auf jeden Fall. Sehr gut. So,
Decke ist fertig. Und ich überlege ja gerade die ganze Zeit, ob man hier nicht vielleicht noch irgendwie diese Dinger hier anders platzieren könnte. Sag mal, reitet ihr die Kuh? Okay. Okay. Ja gut, dann nehmen wir halt Erde den Rest, so. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2. Und es gibt keine Mitte, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Ich würde sagen, da setzen wir sie hin. Es ist ja hier drin völlig egal, wie wir sie setzen. Weil sie ja mit dem Äußeren letztendlich nichts zu tun haben. So. Da ist gerade was gestorben. So, jetzt ist natürlich hier irgendwie die Scheiße, weil das hier wieder nicht hinhaut, ne? Aber gut, da kann man wahrscheinlich nichts machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. Ne, weil... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und hierhin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Dann haben wir nämlich überall, wenn ich mich nicht verzählt habe, 6 Abstände. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und da ist er dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann ist er dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann der Slab. Und unten drunter der Cobblestone. Das heißt, wir reißen die Wand einfach nochmal raus. Machen das Ganze ein bisschen länger. Dann haben wir nämlich schön gleichmäßige Abstände. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Die Wand muss man auch nochmal rausreißen. Dann haben wir halt überall 7er Abstände und wir müssen hier hinten noch einen weiter nach hinten gehen, weil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und da ist er dann. Das war die erste Position auch doch richtig. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann ist er dann. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und da ist er dann. So. Bevor wir das machen, bin ich aber noch mal ganz kurz weg. So, jetzt mit Tatendrang frisch ans Werk. Ich überlege gerade, man kann ja mit dem Replacer. Oh Junge, das machen wir. Pass mal auf. Der. Shift-Rechtsklick. Und dann Linksklick. Dann ersetzt er nämlich das Bestehende einfach durch das, was ich ausgewählt habe. Macht das Ganze ein bisschen einfacher. Und bei der Gelegenheit vielleicht gleich mal eine Ofenkartoffel reindrücken. So. Nee, da oben nicht. Ah, da muss ja auch noch. Wir sparen uns ja immerhin einmal eine Reihe Mauer abbauen. So. Und ja, mein Inventar ist ja schon wieder voll. So. Und mit dem Cobblestone. Da benutzen wir einfach den Hammer. So. Oh, falls man es rauschen hört, ich habe das Fenster mal aufgemacht. Es ist doch etwas warm geworden in der Bude. Ja. Sind zwar nur 4 Grad draußen, aber doch. Es ist schon kuschelig. Däh, falsches Werkzeug, egal. Ja, wir sind hier natürlich irgendwie an der Rückseite, aber das ist ja in Ordnung, weil wir haben ja gesagt. Wir haben ja gesagt, wir nutzen die Fläche da hinten tatsächlich so, wie wir da uns das mal geplant haben. Und bauen das eben entsprechend einfach aus. Das heißt, dass wir jetzt hier von der Innenwand irgendwie draußen dran sind, ist insofern schon okay, weil das hier draußen ja eh noch ein bisschen größer wird. So, aber ich glaube, noch mehr kann man die Fläche nicht ausnutzen hier, ne? Also das ist jetzt wirklich so das Größte, was wir bauen können. Keine Slabs mehr, oder was? Doch, hier oben sind noch Slabs dran. Oh, was ist das denn hier wieder für ein Chaos? Ja. Dann Stein haben wir noch.
Ups. Weg hier, so. So, dann den hier nach hinten versetzen. Den hier nach hinten versetzen. Ich mache mir ja echt Sorgen, wenn ich oben die Baumfarm abholze, dass das ganze Holz hier unten mit abgebaut wird, ne? Testen wir am Ende natürlich noch. Dann, wenn alles steht. Und dann gucken wir, dass wir mal alles abreißen. Ja. So, hier ist nochmal wieder ein bisschen Arbeit angesagt. Wieso gehen denn die Slabs so langsam nur weg? Egal, falsches Werkzeug. Ach komm. Gut, wir müssen tief rein. Nur that's what she said. Wie weit sind wir denn hier eigentlich? Ach komm, mal ein bisschen könnten wir tatsächlich noch, ne? Ah, na gut. Müssen wir echt so weit rein? Zähl nochmal ab. Ich zähle das jetzt nochmal ordentlich ab. Von der Ecke hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da ist er dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da ist er dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da ist er dann. Also der Slab. Gut, dann ist es tatsächlich so. Doch, 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 doch. Wir nehmen mal die Schaufel. Nein, gehen wir hier oben. Oben hin, nicht? Okay. Dann machen wir hier mal ein bisschen schneller. Das Inventar ist wieder voll. Oh, Junge. Bis hier müssen wir, okay. Die Hacke ist auch gleich schon wieder hinüber, ne? Und ich habe auch keine mehr. So ein Dreck. Oh, habe ich das Mese jetzt eigentlich wieder reingeschmissen? Weil, wir brauchen eine neue Hacke. Und so. Ja, guck mal hier. Einmal alles in die Schrottkiste rein, was wir nicht brauchen. Ist egal, das kann man dann immer noch mal benutzen. So, neue Hacke her, zack.
Und nun geht das weiter. Es sieht ein bisschen merkwürdig aus, ne? Naja, gut. Wir nehmen es mal so hin, wie es ist. Dann wird das Ganze doch ein bisschen größer, ne? So, Hammer, Pop, Hammer. Und weiter geht's und weiter geht's. Läuft doch ganz gut, würde ich sagen. Ja. Dann haben wir das hier nämlich auch gleich fertig und dann sind wir eigentlich wieder da, wo wir vorhin schon waren. Nämlich bei der großen Verkündung, dass es ja fertig sei. Hammer hat genau gereicht. Düster Hammer. Was wir auf jeden Fall mal machen sollten, bevor wir alle irgendwie jetzt weiterbauen, dass wir eben kurz mal Cobblestone brennen. Und sonst haben wir nämlich gleich keine Möglichkeit mehr, irgendwie Steine zu machen. Das wäre natürlich nicht so schön. Die werden wir nämlich auf jeden Fall brauchen. Ja, wir nehmen jetzt erstmal, was wir haben. Gucken wir, dass wir oben einmal diese Umrandung fertig machen. Hm. Und dann gucken wir dann gleich mal. Ja, die sollten wir eigentlich hinkriegen. Miste, wir müssen hier vor, ne? Genau, weil hier ist die Ecke. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Also hier sind wir ja eigentlich richtig, ne, mit dem Abstand. Genau. Ich zähle das jetzt lieber nochmal alles nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da ist er dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da ist er dann. 3, 4, 5, 6, 7. Da ist er dann. Also hier kommt der Slab hin. Okay. Das heißt, da kommt die Treppe in die Ecke. So. Zack, zack, zack. Da kommen die Slabs hin. So natürlich, ne?